Damit können wir zum nächsten Punkt kommen. Das ist der Tagesordnungspunkt 8. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Berichterstatter ist der Herr Abg. Schaus. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Zunächst einmal Herr Schaus zur Berichterstattung. Bitte, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses lautet, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/2713 und damit in der aus der Anlage, die Ihnen vorliegt, ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Aus Sicht der CDU können wir heute das Dienstrechtsänderungsgesetz in zweiter Lesung, und zwar in der Fassung der beiden von der Koalition vorgelegten Änderungsanträge, heute so beschließen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung war schon, wie er eingebracht war, ein sehr guter Entwurf. Ich nenne exemplarisch drei Punkte daraus, die schon enthalten waren. Zum einen die Verbesserung der Fürsorge für im Dienst verletzte Beamte. Zweitens die Beseitigung von Ungerechtigkeiten bei der Überleitung in neue Besoldungstabellen. Und drittens weitere Verbesserungen für die ohnehin schon sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Alles drei Punkte schon im Ursprungsentwurf, der von der Koalition schon in der ersten Lesung hier mitgetragen und gelobt wurde. Viel Lob für diese Punkte und für dieses gute Gesetz gab es auch in der Anhörung, die wir hier gemeinsam durchgeführt haben. Aber ein gutes Gesetz wäre nicht ein gutes Gesetz, wenn man daraus noch ein besseres Gesetz machen könnte. Die Koalition hat sich entschlossen, zum Ausschuss schon einen Änderungsantrag vorzulegen, wie es eben vom Herrn Berichterstatter hier genannt worden ist. Wir haben als Koalition weitere Änderungen eingebracht, die auch eine breite Ausschussmehrheit dankenswerterweise übernommen hat. Ich nenne exemplarisch drei Punkte, wie wir dieses Gesetz noch weiter angereichert haben. Einmal haben wir die rechtliche Voraussetzung geschaffen für eine bessere Vergütung von Mehrarbeit bei den Polizeivollzugsbeamten. Wir reagieren damit als Gesetzgeber auf die besonderen Belastungen, gerade in jüngster Zeit für unsere Polizei, die durch den großen Zustrom von den Flüchtlingen entstanden ist. Zum Zweiten werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Erhöhung der Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten geschaffen. Die sogenannte Dutz-Zulage war den Personalvertretungen seit vielen Jahren ein Anliegen. Wir reagieren jetzt als Gesetzgeber, schaffen die Voraussetzungen. Auch der Haushaltsgesetzgeber, der wir ja auch sind, hat schon die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen, also mit der Verabschiedung des Haushalts und mit dieser Änderung im Dienstrecht bieten wir die Gewähr dafür, dass die Dutz-Zulagen deutlich angehoben werden können. Hiervon profitiert einmal mehr unsere Polizei, aber auch alle anderen Bereiche der Verwaltung, die besonders von Schichtdienst betroffen sind, insbesondere auch unsere Beschäftigten im Strafvollzugsdienst. Und schließlich, das ist auch in dieser Änderung enthalten, werden die Beteiligungsrechte der Bediensteten deutlich erweitert. Auch dies wurde bereits schon in der Anhörung positiv gewertet. Und mit dem heute Ihnen noch vorliegenden Änderungsantrag wird vermieden, dass eine erst kürzlich in Kraft getretene Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften dazu führt, dass sie gleich wieder aufgehoben wird, wenn wir heute hoffentlich in zweiter Lesung diesen Gesetzentwurf verabschieden. Das ist Gesetzestechnik, das ist aus unserer Sicht, es ist zwar erst heute zur zweiten Lesung eingereicht, aber es ist aus unserer Sicht durchaus überschaubar. Es folgt dem Rechtsgrundsatz lex posterior derogat legi priori für den Gesetzestechniker. Ja. Und gebe zu, es ist heute eingereicht worden, aber wer sich es anschaut, der wird es nachvollziehen können. Aus unserer Sicht sind alle Voraussetzungen gegeben, dass wir heute in zweiter Lesung ein sehr, sehr gutes Gesetz zur Änderung des Dienstrechts gemeinsam hier beschließen können. Ich hoffe, dass wir wie im Ausschuss wieder uns auf eine breite Mehrheit stützen können. Unsere Beamtinnen und Beamten haben es verdient. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Greilich, Fraktion der FDP.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon bei der ersten Lesung habe ich hier gesagt, der Gesetzentwurf, der uns damals vorlag, zeichnete sich ab als ein wahrscheinlich positiver Gesetzentwurf. Er war gedacht zur Nachbesserung einiger Kleinigkeiten, die sich zwangsläufig ergeben mussten, nachdem wir in der letzten Wahlperiode ja hier wirklich eines der aufwendigsten und umfangreichsten Gesetzgebungsvorhaben der letzten Legislaturperiode über die Bühne gebracht haben, nach dem Grundprinzip Evolution statt Revolution. Wir haben sehr zukunftsorientierte Dinge dort geregelt. Ich will nur erwähnen, die Einführung von klar umrissenen Laufbahngruppen, die Einführung von Erfahrungs- statt Altersstufen, leistungsbezogene Vergütung, Flexibilisierung zur Erleichterung von Wechseln zwischen freier Wirtschaft und öffentlichem Dienst, dass bei diesem großen Paket es Stellen geben würde, an denen man nachbessern muss, an denen man ein wenig kletten muss, nachdem man die Erfahrungen in der Praxis gemacht hat. Das war klar, und deswegen war dieser Gesetzentwurf einer, den wir in der Tat intensiv in der Anhörung erörtern mussten und in der Tat intensiv auch erörtert haben. Die Anhörung war insoweit im Wesentlichen positiv zu dem Gesetzentwurf. Es gab an kleinen Stellen unterschiedliche Bewertungen, aber die wesentlichen Dinge, die hier geregelt worden sind, wie die Änderung der Versorgungsrücklage und die Sonderregelungen im Versorgungsüberleitungsgesetz, sind positiv wahrgenommen worden. Insofern ist dieser Gesetzentwurf, so wie er vorgelegt wurde, ein positiver, der auch die Anhörung gut überstanden hat. Ich denke, das ist gut, dass wir diese Nachbesserungen jetzt hier machen. Das sollten wir auch möglichst einvernehmlich tun. Wir haben zum anderen etwas überraschend in dem Zusammenhang. Da hat man das eine oder andere, was man vielleicht schon lange gerne mal machen wollte, im Zusammenhang mit der Finanzierung der Flüchtlingssituation, die wir haben, mal untergemuschelt, sage ich mal. Ich finde es trotzdem gut, wenn wir jetzt endlich das Geld gefunden haben, um verschiedene Dinge zu bereinigen, die wir seit Jahren gern gemacht hätten, aber für die das Geld nicht da war. Ob das die Frage der Vergütung der Überstunden ist, die jetzt die gesetzliche Grundlage findet bei der Polizei, ob es die Einführung der Einstandsmöglichkeit des Landes bei Nichterfüllung von Schmerzensgeldansprüchen betrifft oder auch die Erhöhung der Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten. Hier muss man allerdings schon einmal der Ordnung halber erwähnen, dass dieses die SPD beinahe jährlich, glaube ich, beantragt hat. Ich habe schon gesagt, wir hätten es gerne gemacht, aber das Geld war nicht da. Wir freuen uns umso mehr, dass man diesem Drängen jetzt auch nachgeben kann und dass die Koalition bereit ist, jetzt diese Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten ebenso umzusetzen wie die Einführung einer Erschwerniszulage von 150 € für operative Einheiten. Das sind alles, ich kann das nur noch einmal betonen, positive Veränderungen an dem Gesetzentwurf. Deswegen werden wir diesem Gesetzentwurf auch nach wie vor unsere Zustimmung geben, auch mit dem Änderungsantrag, wie er hier vorliegt. Bei all den positiven Reaktionen, die es gegeben hat, will ich allerdings eines auch nicht verschweigen. Wir haben in der Anhörung gehört, und ich hoffe, dass die Kollegen aus der CDU-Fraktion auch sehr aufmerksam zugehört haben. Bei den GRÜNEN weiß ich nicht, denen ist das meistens ja auch egal. Aber ich nehme an, dass Sie genau zugehört haben, wenn die Hinweise kamen auf das, was Sie den Beamten im öffentlichen Dienst in Hessen zumuten. Die Hinweise kamen eigentlich in jeder Stellungnahme, ob das nun das vermutlich verfassungswidrige Sonderopfer in der Beamtenbesoldung ist oder ob es um die Kürzungen im Beihilferecht geht, meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel, und das wurde mehr als deutlich auch in der Anhörung. Ich will das hier einmal sehr deutlich formulieren. Für den Landtag hoffe ich insgesamt. Der Landtag lehnt die beamtenfeindliche Politik, die umgesetzt wird, ab, die zum Teil weit hinter dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zurückbleibenden Regelungen bringen eine unverantwortliche Missachtung der Beamtinnen und Beamten zum Ausdruck, Herr Kollege Heinz. Ich nehme an, Sie stehen immer noch dazu. Das ist nämlich der Text unseres Antrags vom 24. April 2013, den wir hier gemeinsam eingebracht haben. Ich habe jetzt nur die Worte weggelassen in den rot-grün geführten Bundesländern, weil das stimmt ja nicht mehr. Heute haben wir ja ein schwarz-grün geführtes Bundesland, in dem das passiert. Und das heißt, in diesem unseren Antrag, der sicherlich von den Kollegen in der Union ja auch weiterhin
so getragen wird. So beschränkt sich beispielsweise Rheinland-Pfalz auf eine jährliche Besoldungsanpassung von 1 % bis zum Jahr 2016, und Nordrhein-Westfalen lässt den höheren Dienst sogar komplett leer ausgehen. Dies führt zu erheblichen Einkommensverlusten und einer langfristigen Verschlechterung der finanziellen Situation der Landesbediensteten. Meine Damen und Herren, die Beamten im Lande Hessen wären Ihnen dankbar, wenn Sie bei Ihren Erkenntnissen geblieben wären, die Sie im Jahr 2013 gemeinsam mit uns hatten. Die Politik, die Sie hier betreiben, ist jedenfalls nicht akzeptabel. Das Wort hat der Kollege Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP, Freund der Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen, habe ich auch nicht über all die Jahre so wahrgenommen, Herr Kollege Greilich. Aber gut, man kann sich auch täuschen. Wir werden mit wem? Opposition ist zerstritten. Sie kennen den alten Grundsatz, so gibt es ja keine Koalition. Meine Damen und Herren, wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Wir werden auch keine dritte Lesung dazu benötigen, weil Sie ändern eh nichts mehr inhaltlich, und dann sparen wir Ihnen und uns Lebenszeit für sinnvolle weitere andere Sachen. Meine Damen und Herren, es gibt ein paar Dinge, die in dem Gesetzentwurf unstrittig sind. Das sind Formaldinge, die müssen geregelt werden. Es gibt eine Angelegenheit, wo der § 81a eingeführt wird, die Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen, wenn Polizeibeamte sie etwa nicht einklagen können. Das ist gut und richtig, wenn sie im Dienst malträtiert werden. Die Grenze liegt bei 500. In der Anhörung wurde deutlich, auch von Polizeivertretern, Gewerkschaften, dass man die Grenze auf 250 senkt. Das halten wir für vernünftig und richtig. Das sind auch keine Beträge, die den Landeshaushalt umwerfen werden, meine Damen und Herren. Sie haben dann noch im Nachklapp einige winzige Veränderungen beim Hessischen Personalvertretungsgesetz gemacht. Meine Damen und Herren, der große Wurf Reform der Personalvertretung, den haben Sie nicht gemacht. Insbesondere das, was in 2003 im Rahmen der Aktion Düstere Zukunft alles gestrichen wurde, Mitbestimmung der Personalräte, wenn es um Umstrukturierungsmaßnahmen in den Verwaltungen geht, dieser wichtige Aspekt fehlt vollständig. Und deswegen ist das hier kein großer Wurf, den Sie uns hier offenbaren wollen. Weil die Gewerkschaften haben übrigens mehr gefordert. Sie haben sich nur ein paar kleine Dinge herausgenommen, so Statusbegriffe, dass man bestimmte Sachen formal regeln muss, geschenkt. Was in dem Gesetzentwurf natürlich völlig fehlt, das wäre eine gute Gelegenheit. Wir haben eben etwas von Wertschätzung der Tätigkeit von Beamtinnen und Beamten gehört. Ja, in Hessen bundesweit Nullrunde 2015. Dann haben Sie in Ihrer Koalitionsvereinbarung drin 1 %. Unabhängig davon, dass das nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts übereinstimmt, ist es auch das völlig falsche Signal. Weil auf der einen Seite in Sonntagsreden sagen Sie, die Polizeibeamten leisten einen wichtigen Dienst an und für die Gesellschaft. Stimmt, aber wissen Sie, von einer Wertschätzung nur immateriell kann auch der Polizeibeamte seine Verpflichtungen nicht erfüllen. Und deswegen gehört auch eine anständige Entlohnung dazu. Und die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sehen auch die Alimentierung vor, aber dann auch bitte sachgerecht. Und wir haben ja seit 2003, seit der Aktion Düstere Zukunft, wiederholte Einschritte. 42-Stunden-Woche bundesweit am höchsten. Sie wollen die ab 2017 auf 41 Stunden senken. Sie schaffen aber nicht die Personalausgleiche dafür. Die werden erst anderthalb Jahre später wirksam. Sie haben Weihnachtsgeld und Urlaubszuwendungen reduziert. Es gab wiederholte Abweichungen in erheblichem Maße von Tariferhöhungen. Und deswegen, meine Damen und Herren, hessische Beamte und Beamtinnen stehen schlecht da im bundesweiten Vergleich. Quatsch! Herr Boltenberg, es gibt sicherlich Bereiche, da sind Sie kompetenter als ich, aber ob Sie jetzt von der Beamtenbesoldung so den Überblick haben, da habe ich meine hehren Zweifel. Der Polizeikommissar in A9 steht bundesweit in Hessen an drittletzter Stelle, wenn Sie alles mit einbeziehen. Das ist ein völlig falsches Signal für die Arbeit, die diese Menschen leisten. Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Sie haben dann drin Erhöhung der sogenannten Zeiten respektive Entlohnung für Dienst zu ungünstigen Zeiten. Und damit kommen wir zum Thema Heuchelei, und damit sind wir bei der CDU, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, seit 3 Jahren gibt es Haushaltsanträge der SPD-Fraktion, diese Entsoldung. Ja, sehen Sie, warum geht es denn jetzt, wenn Sie 3 Jahre vorher etwas ablehnen? War es vorher falsch, und ist es jetzt richtig, weil es Ihnen politisch in den Kram passt? Seit 3 Jahren gibt es die berechtigte Forderung, die Zeiten,
die die Polizeibeamten an Sonn- und Feiertagen nachts vollbringen müssen, besser zu entlohnen. Und jetzt, weil die Hütte richtig brennt, angesichts von 3,5 Millionen mehr Überstunden, angesichts enormer Belastungen, da ziehen Sie die Notbremse, und weil der 6. März droht. Nichts anderes als pure Heuchelei, was vor 3 Jahren richtig war, kann heute nicht falsch sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist Politik nach Gutsherrenart der CDU. Aber so kennen wir sie, ja? Ich kann Sie beruhigen. Diese kleinen Trostlästerchen werden nicht dazu führen, dass die Beamtinnen und Beamten die starken Einschnitte Ihnen verzeihen werden. Kollege Greilich hat es ja auch gesagt, Stichwort Beihilfe. Ja, aber Herr Greilich, Sie waren natürlich, als Sie in der Regierung waren, auch beteiligt an der einen oder anderen Maßnahme. Und 3, 4 oder 5 Millionen Euro in einem Haushalt von über 23 Milliarden € für Dienst zu ungünstigen Zeiten die Anpassung herauszuholen, das müsste selbst der FDP gelingen. In den letzten Jahren haben Sie nicht gemacht. Insofern sind Sie an der Stelle mitschuldig, dass die Stimmung unter hessischen Beamtinnen und Beamten schlecht ist. Nein, meine Damen und Herren, Sie haben versucht, hier die Notbremse zu ziehen, weil Herr Al-Wazir da so steht und mich so freundlich anlächelt. Sie wissen das, Herr Al-Wazir. Wir waren gemeinsam auf dem Beamtentag in Fulda 2013 im September oder Ende August. Und Sie wissen, ich habe die CD. Was Sie den Beamten versprochen haben, hätte ich mich nie getraut, weil ich ein schüchterner Nordhesse bin. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen gerne vortragen, was Herr Al-Wazir gesagt hat, was hessische Beamtinnen und Beamten blüht, wenn die CDU und die GRÜNEN zusammengehen. Meine Damen und Herren, Abbau der 42-Stunden-Woche, zurück in die Tarifgemeinschaft der Länder, Übertragung Tarifergebnisse 1:1 auf die Beamten. Und was haben wir jetzt? Was stellen wir jetzt fest? Herr Greilich, Sie haben recht. Dort, wo GRÜNE in der Landesregierung mitregieren, geht es den Beamten eben nicht besonders gut. Das ist jetzt einmal eine schwarz-grüne Regierung in Hessen. Und das ist möglicherweise in Rheinland-Pfalz eine andere. Und Sie machen übrigens die gleichen besoldungsrechtlichen Regelungen, die Sie in der letzten Wahlperiode heftig kritisiert haben. Also, beim Thema Heuchelei sind Sie auf der Seite gut angehoben. Wir vertreten konsequent unsere Linie. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war ja ein Ritt durch das gesamte Beamtenrecht und durch die vergangenen Jahrzehnte der hessischen Beamtenbesoldung. Also, ich will hier einmal am Anfang feststellen, und das kann man sogar nachlesen, es gibt ja sogar Statistiken, die vom DGB herausgegeben werden, was den Vergleich der Bundesländer und der Besoldung angeht. Da stehen hessische Beamtinnen und Beamte im Mittelfeld, ganz im oberen Mittelfeld, Platz 3, Platz 4. Und das kann sich durchaus sehen lassen, meine Damen und Herren. Hessischen Beamten geht es im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich gut. Und wenn ich vielleicht noch einen Punkt ergänzen will, ich würde dann auch immer in der Frage, was man dem einen und dem anderen vorwirft, würde ich immer dann auch mal gucken, wo man selber tätig ist, was man selber macht. Ich glaube, dass wir hier in Hessen auch mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine gute Ausstattung haben. Ich sage hier auch noch gleich ein paar Sachen zu dem, was wir hier als Gesetz vorgelegt haben, wo wir viele Sachen nachbessern. Aber ich glaube, hessische Polizeibeamtinnen und hessische Polizeibeamte werden gut bezahlt, werden gut entlohnt. Hessische Polizeibeamte werden gut ausgestattet. Das kann man im Bundesvergleich durchaus sehen lassen. Und ich glaube, dass ein Beamter der Bundespolizei sich freuen könnte, in der Besoldungsgruppe zu sein, wie hessische Beamtinnen und Beamte bezahlt werden, meine Damen und Herren. Nur mal zu sagen, wie besoldet worden ist. Wir haben es hier mit einem Gesetzentwurf zu tun, meine Damen und Herren. Herr Greilich hat es zu Recht gerade gesagt, der im Prinzip in dem, was die Landesregierung vorgelegt hatte, das nachbessert, was die erste und zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetze hinterlassen hat. Das ist bei komplexen Verfahren so, dass man da nachsteuern muss, dass man da redaktionell anpassen muss, dass man da Dinge ergänzen muss, die verbessert werden können. Das hat die Landesregierung gemacht. Es war ein guter Entwurf. Wir haben als Fraktion noch dazu beigetragen, dass er noch besser wird. Und ich glaube, es kann sich sehen lassen, auch gerade in dem Hinblick, was wir für die Beamtinnen und Beamten in Hessen machen. Und ich habe das hier schon einmal gesagt. Vorhin bei der Debatte hat man sich beklagt,
dass man nicht auf die Anzuhörenden gehört hat. Hier haben wir jetzt in den Gesetzentwurf wieder Dinge aufgenommen, die von den Anzuhörenden auch vorgetragen worden sind. Man muss sich bei der Wahl der Argumente dann immer mal entscheiden. Entweder ist man schusselig, weil man nachbessert, oder aber man ist arrogant und nimmt keine anzuhörenden Vorschläge auf. Für eins dieser Argumente sollte man sich mal entscheiden und nicht immer das gerade benutzen, was einem besser kommt. Also, jetzt noch einmal zu den hessischen Beamtinnen und Beamten. Wir führen zum ersten Mal hier ein, dass, wenn ein hessischer Polizeibeamter zu Schaden kommt in einem Einsatz und er einen zivilrechtlichen Anspruch gegen einen hat, der ihn verletzt hat, und zwar ist das ein zivilrechtlicher Anspruch, dass der Dienstherr sagen kann, wir übernehmen das Herbeitreiben dieses zivilrechtlichen Anspruchs, und zwar ab einer Größenordnung von 500 €. Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben damit zum ersten Mal eine Lösung überhaupt geschaffen. Erster Punkt, wo wir, finde ich, uns sehen lassen können. Zweiter Punkt, den wir hier regeln, ist die Vergütung der Mehrarbeitszeit. Von vielen Gewerkschaften, auch von Beamtinnen und Beamten der Polizei, immer wieder gefordert, wir haben einen großen Berg von Überstunden. Das ist bei Polizei einfach so, viele ungeplante Einsätze. Wir haben es mit Großeinsätzen zu tun, die sehr aufwendig sind, die sehr viele Überstunden bei der Polizei zur Folge haben. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit geschaffen, Überstunden zu vergüten, haben auch in den Haushaltsentwürfen ja dann auch mit der SPD gemeinsam einen wirklich richtig großen Betrag, 15 Millionen € bereitgestellt, um Überstunden abzugeben. Da kann man doch nicht allen Ernstes sagen, dass wir für die hessischen Beamtinnen und Beamten und gerade für die Polizei nichts unternehmen. Das kann man wirklich nicht sagen. Wir tragen damit im Übrigen der besonderen Belastung der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten Rechnung. Wir gehen an die Erschwerniszulage drauf. Ich will das gar nicht verhehlen. Das ist eine Forderung, die hat die SPD schon mehrfach aufgestellt. Der Unterschied ist nur, dass wir es jetzt umsetzen, weil wir es uns vorgenommen haben und dass wir gesagt haben, sobald wir die Möglichkeit sehen, in diesem Bereich etwas zu tun, setzen wir es um. Wir machen mit der DUZ etwas, was ich wirklich richtig finde und was auch notwendig ist. Die Menschen, die bei uns als Beamtinnen und Beamte besonders belastet sind, Wochenenddienste machen, Nachtdienste machen, an den Tagen arbeiten, wo wir alle frei haben, dass man für die Menschen eine Lösung findet, damit man diese besondere Belastung besonders finanziert. Das machen wir mit dem Vorschlag. Ich glaube, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Wir werden mit dieser Regelung die Erschwernungszulage für operative Dienste schaffen. 150 € Zulage für die Beamtinnen und Beamten bei der Polizei, die in operativen Einheiten zuständig sind. Das ist doch nicht nichts, wenn Sie sich hier vorne hinstellen und so tun, als würden wir nichts für die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tun. Das ist ja geradezu aberwitzig, Herr Kollege Rudolph, sich hier dann so hinzustellen. Und dann will ich noch etwas sagen zu den Vorschlägen, die wir hier machen im Bereich dessen, was auch an Forderungen von den Gewerkschaften gekommen ist. Da übernehmen wir für das Personalvertretungsgesetz ein paar wichtige Punkte. Wir gehen im Bereich des Beschäftigungsbegriffes die Frage der geringfügigen Beschäftigung an. Wir schauen, wie sind arbeitnehmerähnliche Personen zu behandeln. Da gehen wir auch auf einen Vorschlag ein, der gemacht worden ist vonseiten der Gewerkschaften. Wir gehen ein Problem an, was seit vielen Jahren eigentlich diskutiert wird, ist die Frage von Freistellung im Bereich der Fläche, also da, wo Personalräte in der Fläche tätig sind. Das betrifft besonders die Polizei und den Forst. Da gehen wir ran mit einer Regelung und kommen damit einer Forderung des Gewerkschaftsbundes nach. Meine Damen und Herren, wir gehen bei der Frage der Kostenteilung im mit Ihnen rede ich gar nicht, weil das ist vertane Liebesmüh, weil darf es ein bisschen mehr sein. Opposition ist nicht wirklich hier die Opposition, mit der man sich beschäftigen kann und mit der man Inhalte austauscht, meine Damen und Herren. Wir haben eine Forderung, und die im Streit gelegen ist, schon seit vielen Jahren, die Frage der Fortbildung für Gewerkschaftsvertreter im Schulbereich. Die Frage, zahlt das der Schulträger, also die Kommunen, oder zahlt das Land? Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass das Land diese Fortbildungen übernimmt. Wir haben den Beschäftigungsbegriff, den Beschäftigtenbegriff beim Hessischen Rundfunk angefangen. Alle, die in dem Bereich tätig sind, wissen, dass das schon seit vielen Jahren strittig ist.
ob es nur, ob sozusagen die, der Personenkreis nur die umfasst, die ständig freie Mitarbeiter sind, oder ob es auch die betrifft, die ohne Bestandsschutz beim Hessischen Rundfunk sind. Also viele Dinge, die wir hier auf Anregungen der Gewerkschaften übernommen haben. Und nicht ohne Grund schreibt der DGB, die Vorsitzende des DGBs Hessen-Thüringen, begrüßt die Pläne von Bündnis 90 die Grünen, von CDU und Bündnis 90 die Grünen für die Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes als ersten Schritt in die richtige Richtung. Die Regierungsparteien erkennen in begrenztem Umfang, das ist eben bei Gewerkschaften so, die Notwendigkeit einer Modernisierung des Personalvertretungsrechts durch Ausweitung der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte an. Zitat zu Ende. Das kann man doch einfach auch mal lesen. Und dann schreibt sie, und deswegen, das verstehe ich dann überhaupt nicht, dann schreibt sie, Greiling fordert die Oppositionsfraktionen im Hessischen Landtag auf, sich diesen moderaten Weiterentwicklungen nicht zu verschließen und ihrer Zustimmung zu erteilen. Auch richtig. Warum machen Sie das denn eigentlich nicht, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, warum machen Sie das denn eigentlich gar nicht? Warum? Herr Kollege Schaus. Ich habe doch gesagt, dass ich mich mit Ihnen gar nicht beschäftige. Und das machen die Gewerkschaften natürlich, obwohl sie in anderen Punkten mit uns im Streit sind. Und dass sie machen das natürlich, obwohl sie sagen, sie sind bei den Erhöhungen der Gehälter nicht einverstanden, was wir machen. Sie beschweren sich darüber über andere Dinge, die sie als Gewerkschaften mit uns gerade am Diskutieren sind und wo wir sagen, dass wir Haushaltszwänge haben, weswegen wir das nicht umsetzen können. Aber die Gewerkschaftsvorsitzende sagt hier sehr deutlich, sie findet, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass man diesen Schritt in die richtige Richtung unterstützen soll. Und sie fordert Sie auf, meine Damen und Herren von der Opposition, diesen moderaten Änderungen zuzustimmen. Und da frage ich mich, warum machen Sie das eigentlich nicht, meine Damen und Herren? Also, unterm Strich finde ich gute Lösungen, die wir hier gefunden haben. Und ich würde mir wünschen, wenn es eine breite Mehrheit in diesem Hause finden würde, dieses Gesetz. Das Wort hat Herr Kollege Schaus, die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Uns wurde ja bereits in der ersten Lesung ein umfassendes, umfangreiches Gesetz mit vielen Detailregelungen und nahezu allen Dienstrechtsbereichen der Beamtinnen und Beamten vorgelegt. Im Übrigen aller Beamtinnen und Beamten. Bei Herrn Frömmrich hatte man den Eindruck, es geht hier nur um Polizeibeamtinnen und Beamte, sondern es geht, das ist nicht der Fall. So. Zu den bereits seinerzeit eingebrachten Änderungen, nämlich beim Reisekostenrecht, beim Sonderzahlungsrecht, beim Beihilferecht, beim Datenschutzrecht, beim Arbeitszeitrecht und dem Besoldungs- und Versorgungsrecht, sind jetzt noch durch Änderungsanträge hinzugekommen, das hessische Personalvertretungsrecht und das Hochschulrecht. Insgesamt also 16 unterschiedlichste Bereiche des Dienstrechts sind jetzt im vorliegenden Gesetz angesprochen. 16 unterschiedlichste Bereiche. So. Und insofern müssen wir uns damit auch auseinandersetzen. Fast alles wird in diesem Gesetz angepackt. Aber nicht nur das, alle Beamtinnen und Beamten in Hessen interessierte Themen. Die werden nämlich nicht angepackt. Die Besoldungsregelung für alle hessischen Beamtinnen und Beamten, die müssen nämlich nach der Nullrunde in diesem Jahr und der Einführung eines monatlichen Eigenbeitrags von 18,90 € bei der Beihilfe zum 1. November dieses Jahres auch noch eine beamtenfeindliche 1%-Regelung im kommenden Jahr hinnehmen. Da reicht es bei weitem aber nicht aus, Herr Frömmrich, dass man bei der Polizei die Zulage beim Dienst zu ungünstigen Zeiten jetzt endlich, sage ich an der Stelle, nachdem dies seitens der SPD und auch von uns schon seit Jahren gefordert wurde, nun geringfügig erhöht. Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen. Alle wissen es doch. Hessen liegt weiter bei der Besoldung im unteren Drittel der Bundesländer, auf Platz 14 von 17 bzw. 16 Bundesländern und den Bundesbehörden, im gehobenen Dienst und im mittleren Dienst. Im höheren Dienst ist es etwas besser, da ist es Platz 10. Das habe ich hier schon mehrmals vorgetragen, und zwar, weil es in Hessen eben keine 40-Stunden-, sondern eine 42-Stunden-Woche gibt, weil es
eine Absenkung der Beihilferegelung gibt und weil es keine Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten gibt und auch weiterhin nicht geben soll. Das alles führt zu einer Verschlechterung der Situation der hessischen Beamtinnen und Beamten, meine Damen und Herren. Und da hilft es auch nichts, an dieser Stelle sozusagen ganz viele Detailregelungen anzupacken, ja, sondern es geht darum, sozusagen im Grundsatz das anzugehen. Und dafür wollen die Regierungsfraktionen von der Opposition auch noch gelobt werden. Herr Frömmrich hat die Frage ja gestellt. Da kann ich nur sagen, nein, nie und nimmer. Im Gegenteil. Herr Greilich hat darauf hingewiesen, auf einen Antrag, der hier gemeinsam von CDU und FDP eingebracht wurde im Jahre 2013 und die beamtenfeindliche Politik der rot-grünen Landesregierung in Rheinland-Pfalz kritisiert und angeht. Und er hat daraus zitiert. Deswegen kann ich mir das ersparen an dieser Stelle. Aber was Sie tun in dieser Landesregierung ist exakt das, was Sie im April 2013 hier als beamtenfeindliche Politik der rheinland-pfälzischen Landesregierung gegeißelt haben. Und das muss an der Stelle auch noch einmal deutlich gemacht werden. Nun hat Herr Bauer von einer deutlichen Erweiterung im Bereich des Hessischen Personalvertretungsgesetzes gesprochen. Und Herr Frömmrich hat das sozusagen noch unterstützt. Nun bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich habe ja als Gewerkschaftssekretär über Jahre und Jahrzehnte mit dem Hessischen Personalvertretungsgesetz zu tun, was Sie da gemeint haben im Detail. Also, wenn es darum geht, dass Klarstellungen beim Wahlrecht vorgenommen werden, wo es um Praktikantinnen und Praktikanten im öffentlichen Dienst geht, die jetzt wahlberechtigt sind, wenn es darum geht, dass beim Hessischen Rundfunk endlich, sage ich mal, alle ständigen Freien wahlberechtigt sind, dann sind das wichtige und richtige Forderungen. Aber das ist nicht das Hessische Personalvertretungsgesetz, meine Damen und Herren, denn da sind sich alle Gewerkschaften einig. Hessen hat das schlechteste Personalvertretungsgesetz mit den geringsten Regelungen, die es überhaupt im Mitbestimmungsbereich gibt, weit, weit noch hinter Bayern und anderen Bundesländern. Und das geht es anzugehen, und das ist auch nicht strittig bei den Gewerkschaften. Ich habe ja nach dieser Pressemitteilung, wie Sie sich denken können, auch mit Gewerkschaftsvertretern darüber gesprochen, Herr Frömmrich. Ja, so. Und ich will an dieser Stelle natürlich auch den Absatz zitieren, den Sie geflissentlich ausgelassen haben. Der kommt nämlich genau nach Ihrem Zitat. Und der heißt wie folgt. Keiling, also die DGB-Vorsitzende in Hessen, macht zugleich deutlich, dass die vorstehenden Änderungen nicht als Ausgleich für eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der 2015er Tarifergebnisse im Bereich des Landes Hessen auf die über 100.000 Beamtinnen und Beamten handeln soll. Ich lese es jetzt gerade vor. Das eine, ich weiß, dass Ihnen das wehtut, wenn ich das vorlese, ist mir schon klar. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Wir werden weder die für 2015, so sagt die DGB-Vorsitzende, verordnete Nullrunde noch die beabsichtigte jährliche 1%-Steigung ab 2016 akzeptieren. Auch die Forderung nach sofortiger Verkürzung der Arbeitszeit von derzeit noch bis auf 3 zu 42 Stunden in der Woche auf 40 Stunden bleibt bestehen. Zitat Ende. Und da kann ich nur sagen, jawohl, genau auch das ist unsere Position, und auch das werden wir nach wie vor weiter einfordern, auch wenn Sie versuchen, sozusagen mit diesen gesetzlichen Regelungen in Detailfragen, die zweifelsohne wichtig sind, von Ihrer Grundsatzposition abzulenken. Und Ihre Grundsatzposition, die kann man ja nachlesen im Koalitionsvertrag. Da steht kein einziges Wort zur Novellierung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes drin. Da steht kein einziges Wort drin zur Rückkehr in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Da steht kein einziges Wort drin zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 40 Stunden, bzw. das wollen Sie ja mit einer 41-Stunden-Woche dann in 2017 angehen. Und wenn Sie die Polizistinnen und Polizisten, die Sie ja angesprochen haben, dann einmal befragen, wie das bewältigt werden soll, ja, wo es ja zu wenig Anwärter in den letzten Jahren gegeben hat, die eingestellt wurden, das holen Sie jetzt nach, die sind aber erst in 3 Jahren fertig, dann haben wir hier ein neues Problem
von Überstunden in einem großen Maß, das dann abgebaut werden muss. Alles in allem, meine Damen und Herren, all diese Detailregeln helfen uns nicht. Und vor dem Hintergrund werden wir auch den Gesetzentwurf ablehnen. Okay. Herr Innenminister. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich trete erneut ein bisschen unsicher ans Rednerpult, weil dass der Kollege Rudolph schüchtern ist, das war mir bisher noch nicht aufgefallen. Also, diese Neigung, Herr Kollege Rudolph, kannte ich noch nicht an Ihnen. Aber ich will dazu sagen, Schüchternheit schützt vor Schlichtheit nicht. Und schlicht sind die Argumente, die Sie hier vorgetragen haben. Und man spürt ja förmlich, wie SPD und LINKE sich hier in diesem Plenarsaal winden, dass sie diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen müssen. Das ist ja geradezu auffällig, wie Sie hier vorgetragen haben und sich irgendetwas gesucht haben, warum Sie denn jetzt diesem Gesetzentwurf, der eigentlich gut und ordentlich ist, jetzt irgendwie doch nicht zustimmen müssen. Ich finde, ich bin Herrn Schaus sehr dankbar, dass er das noch einmal deutlich gemacht hat, Frau Keiling in ihrer Pressemitteilung, die das auch geschrieben hat. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Genau. Das eine, die Änderungen, die wir jetzt machen mit unserem Dienstrechtsänderungsgesetz, hat mit dem anderen der Besoldung nichts zu tun. Eben, Sie könnten dem eigentlich zustimmen, weil sogar sozusagen Ihre Gruppenvertreter, DGB, GdP, alle das, was wir hier machen, gut finden. Warum machen Sie eigentlich nicht mit, meine Damen und Herren? Und ich will den Kolleginnen und Kollegen, das folgt sicherlich einer großen Strategie, die Sie seitens der Führung ausgegeben haben, aber ich will wenigstens den Kolleginnen und Kollegen der SPD und der LINKEN Fraktion sagen, wogegen Sie jetzt gleich stimmen werden. Sie werden dagegen stimmen, dass wir das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz II, bei dem wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gemeinschaftlich hier im Hessischen Landtag über die Parteigrenzen hinweg das Dienstrecht modernisiert haben. Wir haben damals gesagt, wir wollen kein Spargesetz machen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es in ganz bestimmten Gruppen und Konstellationen Verwerfungen gibt, die auf die Lebensarbeitszeit gerechnet zu einem nicht mehr vertretbaren Nachteil führen, was die Besoldung oder was die finanziellen Auswirkungen angeht. Das korrigieren wir, liebe Kolleginnen und Kollegen von LINKEN und SPD. Auf Wunsch der Gewerkschaften korrigieren wir das uns, weil wir damals versprochen haben, dass wir kein Spargesetz machen wollen. Ich finde das in Ordnung. Ich weiß nicht, warum SPD und LINKE dagegen sind, meine Damen und Herren. Ich verstehe es nicht. Wir haben die Bilder von Leipzig vom vergangenen Wochenende in Erinnerung. 69 erneut verletzte Polizeivollzugsbeamte. Wir haben wieder gesehen, was da für ein Straßenterror unterwegs war. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und LINKE, es ist doch ein guter Ansatz, dass wir sagen, dass wir eine Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen von Polizeibeamten hier im Gesetz verankern, wo der Polizeibeamte sie nicht selbst durchsetzen kann. Das ist doch gut für die Kolleginnen und Kollegen. Warum stimmen Sie dem eigentlich nicht zu? Wir haben hier in dem Gesetz festgelegt, dass wir für die operativen Einheiten und für die Verfassungsschutzbedienstete dass wir eine Zulage verankern wollen von 150 €. Eine Zulage von 150 € für Mitarbeiter der Polizei in bestimmten Bereichen und für Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in bestimmten Bereichen. Warum können Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von LINKEN und SPD, dem eigentlich nicht zustimmen? Sie haben es doch selbst sogar einmal gefordert, wie Sie hier eben vorgetragen haben. Dann kann es doch heute nicht falsch sein, meine Damen und Herren. Ich bin einigermaßen fassungslos. Wir bekommen hier vorgetragen, meine Damen und Herren, dass sogar die SPD seit 3 Jahren fordert, dass wir Dutz erhöhen. Nun machen wir es. Wir schreiben in das Gesetz hinein, wie das sein soll. Und, lieber Kollege Schaus, wir haben das nicht geringfügig erhöht, sondern wir erhöhen es auf das bayerische Modell. Meiner Ansicht nach sozusagen
die höchste Dutzausstattung, die wir haben. Das haben Sie selbst gefordert. Wir machen es jetzt. Warum können Sie dem eigentlich nicht zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und LINKEN? Mehrarbeitsvergütung bei der Polizei. Ja, haben wir uns denn nicht hier bei den Haushaltsberatungen darüber unterhalten? Ja, waren es nicht sogar die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die gesagt haben, nein, diese 11,5 Millionen €, mit denen wir alle auszahlungsfähigen Mehrarbeitsstunden auszahlen können, das reicht nicht, wir müssen noch etwas obendrauf legen. Ja, in drei Teufelsnamen legen wir noch etwas obendrauf. Wir können trotzdem nur 540.000 Überstunden ausbezahlen. Aber das wird hier in diesem Gesetz sozusagen verankert. Und wir sorgen noch dafür, dass wir für den Bereich der Polizei eine Mehrarbeitsvergütungsverordnung machen können, die auch auf die Polizei zugeschnitten ist. Ein Vorschlag der GdP. Das werden Sie, wenn Sie gleich dagegen stimmen, ablehnen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es entspricht doch eigentlich dem, was Sie hier eigentlich auch wollen, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, und völlig fassungslos bin ich dann am Ende, wenn es darum geht, wir haben mit dem DGB, Frau Keiling hat das ja bestätigt mit einer Pressemitteilung, mit dem DGB ein paar Veränderungen im Hessischen Personalvertretungsgesetz vereinbart. Also, wir sind sozusagen mit den Gewerkschaften übereingekommen, haben deren Vorschläge aufgegriffen und verankern die jetzt in diesem Gesetz. Das sind Vorschläge, die Sie zugegebenermaßen, Sie haben noch weitere Vorschläge, aber die gehören eben auch mit dazu. Sie werden gleich, wenn Sie das ablehnen, so wie die Führung das gerade eben hier vorgetragen hat, Sie werden gleich dagegen stimmen, dass wir das HPVG im Sinne der Gewerkschaften des DGB verbessern. Ich verstehe es nicht, meine Damen und Herren, warum das so gemacht wird. Also, es bleibt dabei, wir haben mit einem Dienstrechtsänderungsgesetz, das wir hier vorgelegt haben, wesentliche Teile verbessert für die Beschäftigten dieses Landes. Ich bedauere sehr, dass Sie offensichtlich sozusagen an einer solchen Stelle als Opposition den alten Reflexen verhaftet bleiben müssen. Wenn wir ein gutes Gesetz vorlegen, wenn es ein gutes Gesetz ist, was Sie in Teilen sogar selbst fordern, dann können Sie, finde ich, dem auch zustimmen. Es ist bedauerlich, dass Sie das nicht machen wollen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, das ist mittlerweile in dieser Landesregierung üblich, dass Sie mit elitärer Arroganz antworten müssen. Wissen Sie, Herr Innenminister? Ja. Wissen Sie, Herr Innenminister? Ja, das ist ja Teil Ihres Problems, Ihrer Arroganz, die Sie ja übrigens gut ausgeprägt auch durchaus vorleben. Wissen Sie, Herr Innenminister, nur mal zur Kenntnis, Sie sind nicht mehr Generalsekretär der CDU, Sie haben Staatsamt. Dann werden Sie dieser Verantwortung auch gerecht und Ihre Pflegeleien verbitten wir uns mal. Relativ deutlich. Relativ deutlich. Ja, ja. Ich habe Pflegeleien gesagt. Wenn Sie uns hier Schlichtheit vorwerfen, wissen Sie, erklären Sie doch einmal den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen, warum Sie SPD-Anträge im November 2015 zum Haushalt Erhöhung der Dutz abgelehnt haben. Erklären Sie das einmal den Menschen in Hessen, mit welcher sachlichen Begründung Sie diese Anträge abgelehnt haben. Jawohl, das haben Sie nicht getan. Keine Finanzmittel, ruft er dazwischen. Dann kommen ein paar Tage später Anträge von CDU und GRÜNEN. Das ist alles ganz wunderbar. Seit drei Jahren postulieren wir und fordern wir, es ist notwendig, die besonderen Herausforderungen hessischer Polizeibeamtinnen und Beamten zu würdigen. Eiskalt von Schwarz-Gelb, von Schwarz-Grün abgelehnt. Das ist Ihre Masche, das ist Heuchelei pur. Und das, Herr Innenminister, lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Auch das gehört dazu, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Heuchelei pur, wie Sie hier verkörpern. Stichwort HPVG. Dann wird dann halb zitiert. Ja, es gibt seit vielen Jahren die Forderung der Gewerkschaften, aber auch der Berufsverbände, dass HPVG wieder
so zu novellieren, dass es den Anforderungen gerecht wird einer echten Mitbestimmung. In 2003, Aktion Düstere Zukunft, Roland Koch, wurden alle Mitbestimmungstatbestände radikal gestrichen. Und natürlich wird es immer einzelne Punkte geben, wo Menschen und auch Gewerkschaften sagen, finden wir gut. Aber die Grundlinie der SPD ist eine andere. Wir wollen echte Mitbestimmung, weil die Mitarbeiter zu Reformprozessen in der Verwaltung etwas beitragen können. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als Sie hier vorbringen. Und deswegen, Herr Innenminister, sparen Sie euch diese Überheblichkeit. Sie machen alles richtig. Sie lehnen Anträge der Oppositionsparteien, kann jede Oppositionspartei doch ein Lied von singen. Wir haben seit Jahren mehr Polizeianwärterstellen gefordert. Alles abgelehnt. Jetzt, weil die Hütte brennt, weil die Polizeibeamten sagen, es geht nicht mehr, die Belastung ist groß, da sagen sie, wir müssen etwas machen. Und wenn die SPD zu dem Flüchtlingspaket auch Dinge einbringt, die richtig und sinnvoll sind, die sie übernehmen, haben wir auch nichts dagegen. Aber das waren Forderungen auch der SPD, sonst hätten sie es ja nicht mitgemacht. Das werden wir morgen erörtern. Und deswegen, da muss man auch konsequent den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, für was wir stehen. Sie betreiben Heuchelei, gerade bei dem Thema, und uns Schlichtheit vorzuwerfen, ist eine ziemliche Überhöhung Ihrer Position, aber passt zu dem Thema links und rechts elitäre Arroganz in der Landesregierung. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir können also ganz beruhigt zur Abstimmung schreiten. Ich rufe als Erstes den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften auf. Wer diesem Änderungsantrag die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Und ich rufe jetzt den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften inklusive dieses Änderungsantrags auf und bitte um Handzeichen, wer zustimmen möchte. Das sind die Fraktionen CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen SPD und LINKE. Damit hat dieser Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden und wird hiermit zum Gesetz erhoben. Applaus.